Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir uns nur als Nightfair spielen können. Und dieses finden wir einmal unter Erweiterungsfeatures, Paktzanken und da haben wir es, volle Schwammerkennung. Für dieses müssen wir die Ruffraktion Marasmius auf den Status Ehrfürchtig bringen. Und dafür gibt es dann auch einen schönen Titel, Mykologe, Mykologin. Und wie machen wir das Ganze? Wir brauchen einen Stufe 60er Char, der dementsprechend auch hier bei den Nightfair angeheuert hat. Dann sind wir hier im Herz des Waldes und hier müssen wir beim Sanctum Reservoir einmal ein Gebäude bauen. Und zwar brauchen wir das Reisenetzwerk. Das Reisenetzwerk auf 1 reicht theoretisch. Höher es abzugraden macht mehr Sinn, weil das Ganze dann schneller gehen wird. Aber das erkläre ich euch gleich nochmal, was das dann auf sich hat. Sobald wir das Reisenetzwerk gebaut haben und das fertig ist, also auf Stufe 1, bekommt ihr dementsprechend eine Quest und könnt eine Quest annehmen. Und zwar hier bei einem von den NPCs war das, glaube ich. Die Quest heißt die Stille der Stiele. Hier haben wir sie, die Stille der Stiele. Also als erstes brauchen wir das Reisenetzwerk und dann kommt die Stille der Stiele. Und hier ist es dann so, dass wir ein paar Quests machen müssen. Ich glaube, das sind 5, 6, 7, 8 Quests, irgendwie sowas um den Dreh rum. Und die spielen alle hier oben statt, ne? Also bei den Stielen hier oben. Und dort ist es dann dementsprechend so, da müsst ihr ein paar Gegner umhauen, ein paar Sachen machen und am Ende müsst ihr mit so einem großen Pilz reden und das schaltet im Endeffekt dieses Pilzreisenetzwerk frei. Sobald ihr nämlich diese kleine Questreihe fertig gespielt habt, habt ihr nämlich hier so einen komischen Kreis, den ihr benutzen könnt. Pilzring, drückt ihr auf so einen Extra-Button und dann werdet ihr zu dem großen Pilz geportet und von dem großen Pilz aus könnt ihr euch dann immer weiter porten. Das ist quasi das Reisenetzwerk. Also ihr seht, hier ist der große Pilz in der Mitte und da sind ein Haufen kleine Pilze und die porten euch an verschiedenen Stellen dann auf der Karte. Also ihr seht, hier sind diese ganzen Pilze. Das ist jetzt fürs Achievement nebensächlich. Ja? Umso mehr, umso höher das Reisenetzwerk abgegradet ist, umso mehr Spots habt ihr, wo ihr hinporten könnt. So, was interessant ist, dieser Pilz in der Mitte gibt euch jeden Tag eine Daily Quest, die ihr abschließen könnt. Den Ruf übrigens seht ihr nicht in eurem Ruffenster hier drin. Ne? Also das seht ihr hier nicht drin, sondern den Ruf, wie hoch ihr seid, seht ihr nur, wenn ihr über ihn, also wenn ihr den Hauptpilz hier anklickt und hier oben drüber fährt. Es gibt insgesamt die gleichen Rufstufen, wie es auch bei den normalen Rufstufen sind, also neutral, freundlich, wohlwollend, respektvoll, ehrfürchtig, haben auch die gleichen Werte. Ja? Also ihr braucht overall 42.000 Ruf, wenn ihr von 0 auf ehrfürchtig hoch wollt. So, wenn ihr das Reisenetzwerk auf Stufe 1 habt, dann kriegt ihr jeden Tag eine Daily, die ihr machen könnt. Die bringt 350 Ruf. Wenn ihr es auf 2 habt, kriegt ihr jeden Tag 2 Dailies, die ihr machen könnt. Die zweite bringt dann, ich glaube, 500 Ruf. Und wenn ihr dann die Quest, wenn ihr dann die dritte Quest habt, dann kriegt ihr, glaube ich, 650 Ruf. Ne? Also ihr könnt auf jeden Fall gut über 1000 Ruf am Tag machen. Jetzt muss ich bloß mal kurz gucken. Ich glaube 350, 500 waren es und 650. Das sind zusammen 1500 Ruf am Tag, wenn ihr es auf 3 hochballert. Heißt, es geht ein bisschen über einen Monat, dass ihr hier täglich diese Dailies macht. Die lohnen sich übrigens auch. Ne? Relativ oft gibt es hier Anima-Tokens, wenn ihr euch das ein oder andere an Collectibles farmen wollt. Könnt ihr hier die Anima-Tokens rausholen. Ich bekomme dann immer so 5 oder 6 Anima-Tokens. Oft gibt es aber halt auch nur Gold. Ne? Und ihr seht, ich habe 2 hier noch offen. Die Anima-Worldquest habe ich heute, oder die Anima-Daily habe ich heute schon gemacht. Obwohl ich jetzt ehrfürchtig bin, nehme ich die mit, weil die teilweise sehr, sehr schnell gehen. Oft ist es, dass man ihn anquatschen kann. Dann muss man irgendwo, ist man so ein Pilzgefährt und muss mit Wurzeln so Mobs töten. Das geht sehr, sehr schnell. Oder man muss sich mit so einem Extra-Pilz in irgendeine kleine Kammer reinporten, ein paar Mobs umhauen. Das sind teilweise irrsinnig schnelle Daily-Quests, die nicht lang dauern. Und man bekommt relativ gut und schnell den Ruf tatsächlich zusammen. Ja, mehr ist es nicht. Heißt, im Pilznetzwerk oder Reisenetzwerk bauen, Anfangsquest von
irgendwas zwischen 5 und 10 Quests waren es, die man machen muss und dann halt täglich die Dailies absolvieren, bis man ehrfürchtig ist und wie gesagt, wenn ihr das Netzwerk weiter upgradet, habt ihr halt mehr Dailies, geht's halt schneller, ne? Klar, könnt ihr halt dann 2 oder 3, je nachdem wie auf was ihr für eine Stufe das habt, am Tag abschließen. Gut, das war's dann eigentlich soweit. Jetzt sind wir damit mit allen Achievements hier beim Konservatorium der Königin beziehungsweise auch bei dem Reisenetzwerk durch und dementsprechend haben wir alle bei den Nightfae, ich habe euch die Necrolord Achievements ja schon alle gezeigt, Nightfae haben jetzt auch fertig, heißt wir werden uns jetzt demnächst auch noch die anderen Covenants angucken, sind relativ viele Achievements, ich weiß, dementsprechend bin ich da auch ein bisschen hinten dran mit den ganzen Videogeschichten. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen was weiterhelfen und ja, dann sehen wir uns im nächsten Achievement-Guide-Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.